So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es tobt wieder mal der Sturm des Jahrhunderts. Der gelbe Sack fliegt immer zu rum. Aber bei jeder Witterung sitzt der Ramses hier draußen. Ich hätte mir Regenwetter gewünscht. Das wäre schön angenehm. Aber die Sonne ist ein bisschen rausgekommen da hinten. Ich habe was gefunden. Das habe ich eigentlich schon mal getestet, aber noch nicht in dieser Balkon-Location. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das Video dazu überhaupt hochlade. Da mir das aber richtig gut geschmeckt hat und ich das richtig genial fand, habe ich gedacht, das muss ich unbedingt nochmal holen, nochmal kaufen, nochmal zeigen auf der Balkon-Location. Ich glaube, zur Vollständigkeit werde ich das andere alte Video trotzdem hochladen, als Ramses Kitchen Unreleased. Vor allem mit dem Unterschied, dass ich damals noch Vicious Viper Soße hatte und das Ganze mit Vicious Viper Soße getestet habe, die ist jetzt leer. Das heißt, diesmal muss ich die mit Mad Dog 357 testen. Um was geht's aber eigentlich? Ich habe hier auf diesem Brett drei Schnitzelbrötchen aus dem Netto. Die liegen da bei diesem Snack-to-go-Dings, wo die Salate stehen und andere Dinge. Und das sind Schnitzel von der Firma Schnitzelfritz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das klingt aber schon total lustig. Und da habe ich letztens zwei Sorten gehabt, nämlich Ketchup-Soße und Curry-Soße. Da gab es eine dritte, die habe ich nicht getestet. Ich dachte, das dritte war Remoulade. Jetzt habe ich gesehen, das dritte war süß-saure Soße. Und da mir die ersten beiden so gut geschmeckt haben, habe ich jetzt alle drei geholt. Möchte ihr alle drei jetzt nochmal testen. Einmal kalt testen, so reinbeißen. Dann mal warm machen, testen, reinbeißen. Und mit Maddox-Soße testen, reinbeißen. Wie man das fürs Thumbnail machen, weiß ich nicht. Ich kann mir ja die drei Beutel irgendwie nochmal so hier hochhalten. Und dann, wir testen alle Schnitzelfritz. So ungefähr. Klingt also lustig. Das sind alles Hähnchenschnitzel. Alles drei ist Hähnchenfleisch. Das ist auf jeden Fall wichtig. Mit Ketchup-Soße, mit süß-saurer Soße und mit Curry-Soße. Wir fangen mal mit der Ketchup-Soße an, weil das ja das Normalste der Welt ist, dass ihr ein schönes Schnitzel habt und vielleicht ein bisschen Pommes dazu mit Ketchup oder einfach das Ketchup so auf das Schnitzel drauf. Guckt euch das an. Wir nehmen das hier raus aus der Verpackung. Das liegt jetzt ein paar Tage im Kühlschrank. Ich weiß gar nicht, wo ich es hinlegen soll. Es fliegt eh gleich weg durch den Stuhl. Wir tun es mal hier unten in den Balkon. Hier habt ihr jetzt das Schnitzel drin. Und hier habt ihr jetzt ein bisschen Ketchup dran. Und so sieht das dann innen drin aus. Da hat sich das Ketchup einfach hinten reingelegt. Wir werden das jetzt schon mal, weil wir es ja dann auch warm machen wollen, einmal in der Mitte durchschneiden. Wir schön in der Mitte vom Schnitzel probieren. Die andere Hälfte legen wir auf den Teller zum Warmmachen. Das ist das Hähnchenschnitzel Fritzel Schnitzel Fritz Schnitzel Fritz Hähnchenschnitzel mit Ketchup. So, ich habe jetzt einmal abgebissen in die Ketchup-Seite, in die Nicht-Ketchup-Seite. Beides zusammen. Das Hähnchenfleisch ist so zart und so lecker. Das Brötchen ist halt matschig, kalt, schmeckt aber trotzdem dazu. Das harmoniert alles zu einem Ganzen, was ich einfach richtig genial finde. Ich kann es euch nicht beschreiben. Ich finde aber, das ist übelst toll für zwischendurch zum So-Essen. Was ich auch getestet habe schon, ist das Hähnchenschnitzel mit der Currysoße. Habe ich erst gedacht, wer weiß, ob das schmeckt mit Currysoße. Aber die Currysoße fand ich auch richtig genial. Die hat auch übelst genial geschmeckt, hat auch richtig gut dazu gepasst. Fand ich sogar noch besser als das Ketchup. Habt ihr also wieder das Schnitzel. Dann habt innen drin, wenn wir es überhaupt aufkriegen, Mann, ist das dran gebappt, hier die Currysoße. Wir schneiden das auch wieder durch, einmal in der Mitte auf dem Brettchen. So, legen eins rüber für den Teller zum Warmmachen. Nehmen eins in die Hand zum Reinbeißen. Mmh. Das ist wirklich so, wie ich es in Erinnerung habe. Das Curry schmeckt sogar noch genialer als das Ketchup. Das Ketchup war schon richtig genial. Und deswegen mochte ich nun auch der süß-sauer Soße die Chance geben
Auch wenn es erstmal komisch klingt, wenn die da weitermachen, wo sie gerade angefangen haben, dann kann das sicherlich auch was werden. Oh, das ist der Fail des Tages. Das sehe ich aber gleich. Wie sieht Süßsauersoße aus? Die müsste ja dann so halb durchsichtig sein. Boah, so richtige Chemiesoße. Guckt euch das an. Das ist Chemiesoße. Die riecht komisch. Die schneiden wir jetzt mal durch. Da fällt schon die ganze Panade ab von dem Brötchen. Ich hätte es in die andere Richtung schneiden sollen. Die anderen gingen auf jeden Fall besser schneiden. Das dritte, das saut mir hier gerade alles zu. Wir nehmen wieder eins zum Warmmachen auf den Mikrowellenteller. Wir nehmen eins in die Hand. Guck mal, hier ist die ganze Panade. Und mit der Sauersoße dran. Und das beißen wir mal hier rein, solange es noch kalt ist. Okay, die Süß-Sauer-Soße, ich sag's einfach wie es ist, würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Ist für mich die schlechteste von den dreien, aber schmeckt trotzdem verdammt gut. Und wenn man gerne zum Beispiel heiße Apfeltasche isst, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht was sie machen, das schmeckt gerade wirklich, wie wenn du eine heiße Apfeltasche hast, mit so einem komischen Plunderblätterteig. Belag, alles drumherum, innen drin quillt dir der Apfelmus entgegen mit Apfelstückchen und das hat so eine richtig süßliche, angenehme, trotzdem fruchtige Note, ja. Und das schmeckt für mich wie eine Apfeltasche, aber nicht wie ein Schnitzelbrötchen von Schnitzelfritz. Das ist nicht schlecht, aber für mich als herzhafter Typ und nicht süßer Typ passt das natürlich gar nicht zu den anderen und mit Maddox-Soße kann ich mir das auch gar nicht vorstellen, aber wir machen das Ganze jetzt kurz warm und beißen nochmal in alle drei rein. So, wir sind zurück. Die Schnitzelbrötchen sind warm. So sehen die jetzt also aus. Wir fangen natürlich wieder an mit Ketchup. Wir wollen nicht, dass das Video zu lange geht. Wir beißen wieder zweimal rein. Natürlich schmeckt es warm auch gut. Der Schnitzelgeschmack kommt sogar noch besser durch, weil dieses Schnitzelige jetzt schön ins Brötchen noch eingezogen ist. Und gerade, dass es halt nicht so kalt ist, macht nochmal ein wohltuendes Gefühl. Ich will jetzt direkt auf dieses Ketchup mal kurz einen Tropfen Maddox machen auf das Ketchup-Schnitzel. Schlauer wäre es wahrscheinlich gewesen, alle drei kurz warm zu testen, dass man dann den Geschmack hat, bevor man sich alles versaut. Aber wir hauen jetzt hier mal ganz kurz einen Tropfen Maddox drauf. Sonst hatten wir Vicious Viper, jetzt haben wir den Tropfen Maddox und probieren das nochmal damit. Also man merkt eine ganz leichte Geschmacksveränderung und merkt wieder, wie die Maddox-Soße sich überall in den Mund festhaftet, festklemmt, wie sie überall präsent ist. Aber der Geschmack des Schnitzels ist trotzdem immer noch da, schmeckt trotzdem noch gut. Und du das ganze Scharfe wieder ein bisschen reduzieren, aber es ist immer noch extrem würzig. Wir kommen gleich zum nächsten. Als zweites hatten wir Curry. Das müsste Curry sein. Wir nehmen auch hier wieder einen kleinen Bissen, wo es warm ist. Und auch hier, es schmeckt einfach verdammt gut. Es erinnert mich halt total, als wärst du irgendwo beim Inder und würdest irgendwas essen. Und es gibt sicherlich viele Leute, die sagen, das hat nichts mit Schnitzel zu tun. Das ist der letzte Dreck. Aber ich finde das so mega genial. Ich mache mir jetzt hier auch einen Tropfen Maddox drauf. So. Maddox. Und es ist so ein Sturm, so ein Wind die ganze Zeit. Das ist das Letzte, das ist das Süß-Saure. Das ist die Apfeltasche unter den Schnitzeln. Auch hier kurz nochmal warm probiert. Obwohl ich hier jetzt finden muss, dass das irgendwie gar nicht mehr nach Apfeltasche schmeckt. Entweder kommt es durchs Warmmachen, dass der Geist verflogen ist, oder durch die Maddox-Soße, dass ich nichts Süßes mehr wahrnehmen kann, weil der ganze Mund einfach nur brennt. Stichwort Maddox,
Auch hier natürlich ein Tropfen drauf von der guten. Die muss man nämlich mal verbrauchen. Deswegen muss man jeden Tag, egal was man isst, immer einen Tropfen Maddox drauf. Wer weiß, wie viele Tropfen da drin sind in der Flasche, wie viele Mahlzeiten das sind. Dann ist süß-sauer Maddox, Schnitzel Fritz, Schnitzelbrötchen. So, da habe ich noch süß-sauer Soße am Finger. Und ich finde es, wie gesagt, wirklich genial. Kannst du auch was Scharfes dazu essen. Kannst du so essen, wie es ist. Kannst du warm essen. Kannst du kalt essen. Geht mal in Netto, guckt mal, ob es das bei euch im Netto gibt. Ich kann es empfehlen. Schnitzel Fritz, Schnitzelbrötchen. Wenn es noch eine Sotte gäbe, hätte ich die auch geholt. Vielleicht gibt es sogar 4 Sorten. Vielleicht gab es wirklich noch Remoulade. Dann müsste ich die auch noch testen. Vielleicht sind es aber auch nur die 3 gewesen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.